Ja, sonst wäre es noch nicht mal richtig losgegangen. Und wir haben gegebenenfalls trotzdem schon die erste Markus Mann Masterclass erlebt. Die Frage ist, wie viele werden folgen? Die Frage ist, gibt es vielleicht direkt die nächste? Und wie wahrscheinlich sind die Chancen, dass wir den Mann von Wien Wiesbaden, der jetzt gerade vielleicht den Aufstieg in die zweite Liga mit seinem eigenen Stammverein noch schafft, überhaupt verpflichten können? Das und mehr, zumindest meine Meinung, in diesem Video. Viel Spaß. Die Saison ist durch und nach dem enttäuschenden Finale gegen Holstein Kiel ist jetzt mittlerweile eine Woche vergangen. Das heißt, wir sind mittlerweile alle wieder ein bisschen ruhiger und bereiten uns so langsam emotional auf die nächste Saison vor und damit natürlich insbesondere auf das anstehende Transferfenster, in dem wir wieder hoffen, dass Markus Mann unseren Kader so verbessern wird, dass Stefan Leitl mit seiner Truppe im nächsten Jahr die oberen Plätze angreifen kann. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Glaube aber grundsätzlich, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, dass mit den richtigen Verstärkungen dieser Kader durchaus in der Lage sein sollte, wenn er denn die Form halten kann, die er zum Beispiel in der Hinrunde der vergangenen Saison hatte, auch oben anzugreifen. Die Liga wird sehr, sehr stark, auch dazu werden Videos kommen. Es wird sowohl zur ersten als auch zur zweiten Liga Kaderanalysen geben hier auf dem Kanal, damit ihr im Sommer ein bisschen mit Content versorgt seid. Analyse ist dabei natürlich ein bisschen insbesondere auf meine eigene Meinung gepolt. Ich kann einfach nicht so tief reingucken, offensichtlich wie die Kaderplaner der jeweiligen Vereine, aber trotzdem ist das eine der Sachen, die euch auf jeden Fall schon mal Content sichern. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, damit euch dieses Video gefällt. Genauso abonniert den Kanal kostenlos, um nichts zu verpassen und schreibt mir eure Meinung zu den Transfers, die ich jetzt hier bespreche, beziehungsweise die wir jetzt hier besprechen, gerne mal in die Kommentare. Es geht in erster Linie um Brooklyn Eze und es geht um Wörl. Erster mit einem Superspiel, gestern in der Relegation gegen Bielefeld, generell mit einer starken Zweitligasaison, ist nur ein Gerücht, da kann man nicht viel zu sagen, beziehungsweise da gibt es natürlich keine validen Punkte, wo man wirklich eine Aussage schon zu treffen kann. Also wir wissen schlicht und ergreifend nicht, inwiefern er wirklich für Hannover 96 interessant ist, inwiefern 96 für ihn interessant ist, inwiefern er realisierbar ist oder inwiefern das Ganze auch an Abgang von Derrick Köhn gekoppelt ist. Wörl ist schon fix da, das heißt, bei dem sieht die ganze Geschichte ein bisschen anders aus, da können wir schon darüber reden, was ist das für ein Spieler, wo kommt der her, was macht den aus, beziehungsweise wie wird er bei uns gegebenenfalls auch eingesetzt werden, das ist natürlich wieder nur meine Meinung, vielleicht hat Stefan Leitl da ganz andere Pläne, wir haben ja auch bei Enzo Leopold in der vergangenen Saison gesehen, dass Spieler, die aus der Regionalliga zu uns gekommen sind, durchaus auch eine Rolle für die Startelf spielen können. Das ist das Thema, worüber wir heute reden und wir legen los mit Marius Wörl. Kurzer Disclaimer noch, während ich übrigens hier das neue 96-Trikot anhabe, ja, also ihr seht schon, dieser Kragen hier oben, das ist was Spezielles, habe ich ja auch in meinem Reaction-Video aufs Trikot gesagt. Ich finde es weiterhin sehr, sehr gut. Ich habe endlich mein Phil-Trikot, war ja auch klar, war ja der Deal, wenn er ein Tor schießt und ich bin krank. Ich bin immer noch krank. Ich war die ganze Woche krank, deswegen kam auch kein Podcast. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich hier ab und zu mal schneiden muss. Ich weiß nicht, wie nasal meine Stimme noch ist. Das kann ich mittlerweile nicht mehr einschätzen, weil es die ganze Woche schon so war. Ich habe mich fast schon dran gewöhnt. Aber es kann durchaus sein, dass ich ab und zu mal cutten muss, weil ich husten muss. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich hoffe, dass ich es nur nicht vergesse. Also, wenn ihr mal eine Hustenattacke drin sein sollte, die ich vergesse rauszuschneiden, dann verzeiht mir das bitte. Marius Wörl kommt ablösefrei vom TSV 1860 München. 19 Jahre alt, im April erst geworden. Also noch ein sehr junger Spieler, der allerdings in der vergangenen Rückrunde bereits 18 Spiele für die Löwen gemacht hat. Zugegeben nicht alle in der Rückrunde, da war auch was an der Hinrunde dabei, hat allerdings dementsprechend schon Erfahrung auf Profi-Level gesammelt. Und da muss man natürlich sagen, dass das in dem Alter sehr, sehr wertvoll ist, auch wenn es nur die dritte Liga war, denn das bringt uns auf jeden Fall eine weitere Option im defensiven Mittelfeld. Da ist der Mann nämlich beheimatet, das heißt, auf der 6 kriegen wir nach dem Abgang von Gael Ondua, der ja unvermeidbar war, eine weitere Option zu Fabian Kunze. Bisher gab es diese im Kader so nicht. Es gab Enzo Leopold, der ja wie gesagt schon ordentlich Spielzeit bekommen hat in seiner Funktion als Achter und in seiner Funktion als Neuzugang aus der Regionalliga. Nichtsdestotrotz ist der halt eher Achter. Genauso wie Max Besuschkow, genauso wie Sebastian Ernst, der ja eigentlich eher eine Zehnerrolle in sich hat, allerdings trotzdem ab und zu auf der Acht gespielt hat. Tim Walbrecht gab es dann noch, der hat aber auch keine wirkliche Rolle gespielt. Jetzt hat man jemanden im Kader, der diese Position wirklich bekleiden kann, also den defensiven Sechser, den Fabian Kunze sehr, sehr gut gespielt hat, der allerdings natürlich aufgrund, ich sag mal, seiner nicht undiszipliniert halten, aber aufgrund seines Spielstils einige gelbe Karten gesammelt hat und auch ab und zu mal gelb-rot gefährdet war, sodass man da nicht wirklich was nachlegen konnte. Das ist jetzt der Fall und es scheint auch so geplant zu sein, dass Wörl tatsächlich in diese Rolle reinschlüpfen könnte, denn es wurde wohl von 1860 München versucht, ihn zurück auszuleihen. Das hat 96 aber nicht gewollt. Das heißt, der ist wohl wirklich für die Profis eingeplant. Das ist auch expliziter Neuzugang der Profis und nicht der Nachwuchsmannschaft. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr spannende Variante. Jetzt kann man da zwei Sachen anführen und zwar zum einen, gut, letztes Jahr
Jahr wurde Erik Uhlmann verpflichtet aus der U19 von RB Leipzig. Der sollte auch aufgebaut werden. Da ist aber nicht so wirklich was passiert. War es überhaupt die U19? Ich glaube auf jeden Fall eine Jugendmannschaft von RB Leipzig. Das ist richtig. Und bei Uhlmann muss man fairerweise dazu sagen, dass ich auch mehr erwartet hätte. Vor allem nach der Vorbereitung, wo er in meinen Augen sehr guten Eindruck gemacht hat. Allerdings ist halt da auch der Punkt, dass Uhlmann noch nicht im Profibereich aktiv gewesen ist vorher. Der hat diesen ganz, ganz großen Nachteil jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Wörl, der zumindest schon mal im Herrenbereich wirklich Fuß fassen konnte, der 18 Spiele in der dritten Liga gemacht hat, was in dem Alter sehr, sehr wertvoll ist. Und nicht zu unterschätzen, weil das ist zwar keine Welt, das ist jetzt noch keine, das sind noch keine zwei Saisons, aber wie sollst du das in dem Alter auch machen? Es kann ja nicht jeder ein Jude Bellingham sein, der schon 25 Jahre die Erfahrung auf dem Buckel hat. Er ist jünger als Uhlmann und er hat dazu natürlich eine sehr, sehr gute Ausbildung, die hat Uhlmann auch, aber er hat halt eine Rolle insbesondere, die im Profibereich schon ausgelebt wurde, also die schon erprobt ist und die wir einfach benötigen. Bei Uhlmann, wie gesagt, habe ich mehr erwartet. Der hat in der zweiten Mannschaft auch wirklich nicht schlecht gespielt. Es hat aber überhaupt nicht für die Profimannschaft gereicht und das wird seine Gründe haben. In irgendeiner Form zumindest. Ich kann mir vorstellen, dass da einfach noch der Schritt ein bisschen zu groß war. Ich kann mir vorstellen, dass 96 da einfach gedacht hat, okay, in der zweiten Mannschaft ist das besser, ihn aufzubauen. Aber es hat halt irgendwo schon eine Aussagekraft, wenn du nur einen wirklichen Sechser im Kader hast und Uhlmann trotzdem keine Option für diese Mannschaft darstellt. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Das kann sich natürlich alles noch ändern. Zweiter Punkt ist, das letzte Mal, als wir einen Marius W. aus München geholt haben, und zwar auch von 1860, da lief das jetzt nicht so gut. Da hat man im Nachgang dann entdeckt, dass er doch kein Stürmer ist. Mittlerweile spielt er beim BVB und wäre fast deutscher Meister geworden, ist Nationalspieler geworden und. Das ist halt jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal unserer vergangenen Scouting-Arbeit, beziehungsweise in unserem Umgang mit jungen Spielern. Heißt aber nicht automatisch, dass das jetzt nicht funktionieren kann. Das ist natürlich auch mehr oder weniger nur ein Witz, weil Marius W., die Parallele ist halt lustig, aber grundsätzlich haben wir im vergangenen Jahr und auch im Jahr davor bereits gezeigt, okay, 96 baut auf junge Spieler und 96 ist wieder eine interessante Station für junge Spieler. Das sieht man zum Beispiel an Derrick Köhn, auch wenn der schon ein bisschen älter ist. Das sieht man an Bright RMB natürlich. Das sieht man aber auch an zum Beispiel Enzo Leopold, der seine ersten Minuten oder viele Minuten und viele Einsätze im Profibereich in der vergangenen Saison sammeln konnte, nachdem er aus der zweiten Mannschaft von Freiburg war. Das sieht man auch an Maximilian Bayer, der 2 Jahre ausgeliehen war. Das sieht man an Antonio Foti, der für 2 Jahre ausgeliehen ist. Also wir haben durchaus viele junge Spieler im Kader bzw. in dieser Mannschaft, die sukzessive rangeführt werden. Nicolo Tresoldi, ein weiteres Beispiel, auch wenn der weiterhin auf sein erstes Profitor wartet, auch ein sehr vielversprechender Spieler, der bei uns immer weiter aufgebaut wird. Und das verspricht sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch Maximilian Wörl. Und ich finde, das ist ein sehr guter Transfer, denn er wird nicht unbedingt den Anspruch haben, direkt in der Startelf zu stehen. Er wird nicht den Anspruch haben, gesetzt zu sein. Ja, was natürlich das Risiko ist, wenn du zum Beispiel einen Gaëlon Dua hast, der an sich auf Augenhöhe mit Fabian Kunze ja, sich betteln kann, dann ist das halt in der Hierarchie ein bisschen schwierig. Hier wird die Hierarchie zumindest aus meiner Perspektive relativ klar sein. Davor ist Fabian Kunze und dahinter eben Maximilian Wörl. Der wird häufiger im Kader sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits ist er halt eben auch spielberechtigt für die U23 vom Alter her. Ich glaube, der könnte ja sogar noch U19 spielen. Das glaube ich eher nicht, aber es wäre theoretisch möglich. Sehr, sehr viele Optionen und die Qualität, die er mitbringt, kann sehr nützlich sein in meinen Augen oder wird sehr nützlich sein. Ist Junioren-Nationalspieler, macht einen sehr sympathischen Eindruck und ich vertraue Markus Mann, so wie ich es bereits in der letzten Saison gemacht habe. Und natürlich kann man jetzt sagen, gut, in der Rückrunde war das alles nicht mehr so viel Glanz und Gloria und da muss man auch irgendwo einen Sportdirektor vielleicht kritisieren, in der Kaderplanung, wie auch immer. Aber wir haben ja sogar gesehen bei manchen Spielern, wie zum Beispiel Louis Schaub, dass da einfach die Entwicklungskurve ein bisschen später so wirklich nach oben ging, während bei anderen Spielern zwischendurch mal ein kleines Leistungsloch war. Das war bei Derrick Köhn zum Beispiel gerade in der Defensivarbeit so. Allerdings ist bei dem ja trotzdem so, dass wir da jetzt schon eine sehr hohe Ablöse aufrufen, wenn er denn diesen Sommer gehen sollte. Und das zeigt ja einfach auch, was für eine Qualität er hat. Einerseits für uns, aber andererseits, dass auch ein Markt für ihn da ist. Und das wäre nicht der Fall, wenn er sich eben nicht sehr, sehr gut entwickelt hätte seit seinem Wechsel im letzten Sommer. Abschließend noch ganz kurz, bevor ich hätte jetzt die perfekte Überleitung nehmen können, aber ich nehme sie nicht, ganz kurz noch das, was Markus Mann gesagt hat. Ich blende es euch hier mal ein, aber ich lese es euch vor. Mit ihm gehen wir unseren Weg auf junge Talente mit Perspektive zu setzen, konsequent weiter. In der Rückrunde hat Marius sich bei 1860 München in die Stammelf etabliert. Für sein Alter ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit. Den Sprung in die zweite Liga trauen wir ihm jetzt schon zu. Trotzdem kann es auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln. Das Ganze ist nicht geeinigt worden mit 1860, wie gesagt. Kann natürlich durchaus sein, dass er nochmal verliehen wird. Ich glaube es aber eher nicht, weil ansonsten hätte es durchaus Sinn ergeben, ihn zu seinem ehemaligen Verein zurückzuverleihen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er bleiben wird. Kann mich auch täuschen dabei, aber das ist nur mein Eindruck. Ich glaube, das ist einfach nur, um Optionen auszuloten. Und wer weiß, vielleicht kommt ja für diese Position sogar noch ein weiterer Neuzugang.
oder wie auch immer. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Was glaubt ihr? Wird Marius Wörl in der kommenden Saison schon eine Rolle bei den Profis spielen? Wird er in der U23 zum Einsatz kommen oder wird er sogar verliehen? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und wir gehen weiter zum nächsten Spieler und das ist jetzt eben ja, die Überleitung, die ich verpasst habe. Derrick Köhn, ein Spieler, der in der vergangenen Saison für sehr viel Aufsehen gesorgt hat in Hannover, aber natürlich auch generell auf dem Markt. Ja, es gibt Bundesligisten, die wohl Interesse haben. Einer, der zumindest mal kurzzeitig gerüchtet wurde, ist Bayer Leverkusen. Das zeigt schon mal das Regal, in dem wir uns bewegen. Bei denen ist allerdings gerade durch den Transfer von Grimaldo das Ganze, glaube ich, ein bisschen zumindest mal so weit im Kader besetzt worden, dass da ein weiterer Transfer in diesem Millionenbereich nicht erforderlich ist, auch wenn gegebenenfalls Bakker und Zinkgraven den Verein verlassen. Hinkapier kann das ja theoretisch auch spielen. Es soll ja aber gar nicht um Leverkusen gehen, sondern um Hannover 96. Denn zuletzt gab es das Gerücht, dass der Wiesbadener Brooklyn Eze einer der potenziellen Neuzugänge für Hannover 96 sein könnte auf der linken Seite. Das Ganze ist zumindest mal verbrieft, dass ich mit dem Spieler beschäftigt wurde. Das muss aber nichts heißen, denn natürlich beschäftigt sich Markus Mann mit vielen Spielern. Nicht jeder Spieler, mit dem er sich beschäftigt, wird am Ende auch bei 96 unter Vertrag stehen. Nichtsdestotrotz ist Eze ein sehr interessanter Spieler und gerade für die Leute, die gestern das Relegationsspiel zwischen Wiesbaden und Bielefeld gesehen haben, dürften ein paar Parallelen aufgefallen sein zwischen ihm und Derrick Köhn. Sehr, sehr starke Physis, sehr, sehr guter linker Fuß, macht eine klasse Vorlage zum 1:0, schlägt Standards unter anderem auch zum 2:0, den Schuss, den er da aufs Tor bringt mit sehr viel Power. Also durchaus Parallelen, bisschen jünger als Derrick Köhn, aber trotzdem Spieler, der ein hohes Potenzial zu haben scheint und der nächste Saison aller Voraussicht nach diesem Ergebnis sowieso in der zweiten Liga spielt. Er wäre, meine ich, ablösefrei gewesen, wenn Wien Wiesbaden in der Liga geblieben wäre. So würde eine Ablösesumme fällig werden, die wohl im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich liegen würde. Ich habe allerdings das blöde Gefühl, dass spätestens nach diesem Auftritt jetzt in der Relegation noch mehr Vereine als ohnehin schon auf ihn aufmerksam geworden sind. Ich meine, der ist am Ende des Tages Vierter in der dritten Liga geworden und ist Linksverteidiger, eine Außenverteidigerposition, die für viele Vereine interessant ist. Das heißt, da ist ganz stark davon auszugehen, dass den sowieso einige auf dem Radar hatten, aber das Interesse dürfte nur noch verstärkt worden sein. Es kann durchaus sein, dass Hannover 96 trotzdem in einer guten Position ist. Wie weit die Gespräche sind, ob Markus Mann gegebenenfalls schon mal mit dem Spieler gesprochen hat, mit dem Berater gesprochen hat, das wissen wir nicht. Das kann natürlich ein Fuß in der Tür sein, den man trotz der aktuellen, jetzt nochmal verstärkten Interessen der anderen Vereine schon mal hat, aber heißt nicht automatisch, dass der Spieler dann zu uns kommt. Wir sind relativ spät dran. Im letzten Jahr hatten wir, glaube ich, schon mehr Transfers zu diesem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, das Thema ist durch. Da hatten wir ja schon sehr früh einfach Sachen eingetütet. Kann auch sein, dass ich mich da täusche und dass das erst sukzessive kam, jetzt so im Juni rein, nach der Saison. Aber vom Gefühl her war das schon ein bisschen früher der Fall. Wie gesagt, kann mich auch täuschen. Ich habe es jetzt nicht nochmal gedoublecheckt, aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn es so war. Die Frage ist eben, ist Eze jemand, den man verpflichtet, selbst wenn Derrick Köhn bleiben sollte? Wir haben weiterhin keinen offensiven Flügelspieler im Kader für die linke Seite. Grundsätzlich ist aber auch nicht zu erwarten, dass Stefan Leitl mit Flügeln spielen wird. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil wir eben auf beiden Seiten keinen wirklichen Flügelspieler haben. Das heißt, ich gehe davon aus, entweder er wird seine Leitl-Raute spielen im Mittelfeld, also das 4-3-1-2, wenn man so möchte, oder er wird weiterhin bei der Dreierkette bleiben, wofür es auch sprechen würde, dass der Vertrag mit Julian Börner verlängert wurde, auch wenn das so eine Sache für sich ist, dass man mit Phil Neumann einen sehr, sehr guten rechten Außenverteidiger bzw. rechten Innenverteidiger hat, der mit seinem Tempo diese Position bespielen kann. Und mit Bright RMB auch jemanden, der ja zumindest in eine Dreierkette sehr gut reinpasst, als Linksfuß auch mit seinem Tempo. Die Frage ist eben, braucht man einen teuren, der ist ja teurer als Derrick Köhn, zumindest mal von der veranschlagten oder von der geschätzten Ablösesumme, einen Ersatzspieler? Und ist Brooklyn Eze jemand, der sich hinter Derrick Köhn einordnen wollen würde? Auf der rechten Seite sind wir mit Yannick Dehm, bei dem man noch nicht weiß, ob er seinen Vertrag verlängert oder nicht, gut ausgestattet. Dazu noch mit Samu Roya, also einer von den beiden. Die sind auf Augenhöhe in meinen Augen. Zuletzt war Dehm ein bisschen vor ihm, auch durch seine Flexibilität, dass er in der Innenverteidigung spielen kann. Aber da braucht man sich eigentlich, außer Dehm geht, über Neuzugänge keine Gedanken machen. Auf der linken Seite hat man eben Derrick Köhn, an dem es schwer ist, vorbeizukommen. Andererseits hat Derrick Köhn vielleicht auch nur alle Spiele gemacht, weil es keine Alternative für ihn gab. Luca Kreins kann diese Position theoretisch spielen. Auf der Schiene wird es allerdings schwierig. Ekin Celebi scheint einfach noch nicht so weit zu sein, wobei Stefan Leitl da auch ganz klar gesagt hat, das Problem von Ekin Celebi ist Derrick Köhn. Und das spricht ja eigentlich dafür, dass er als Ersatzmann durchaus eine Option wäre. Wenn Köhn denn ausgewechselt werden müsste, was selten der Fall ist, oder wenn Köhn mal ausfallen würde. Jetzt muss man allerdings auch da wieder dazu sagen, Celebi stand fast nie im Kader. Also das ist so ein bisschen schwierig dann zu sagen, ja, es liegt nur daran, dass Köhn so gut ist, weil zumindest mal ihn mitzunehmen wäre ja nicht schlecht. Andererseits können halt sowohl Moroja als auch Dehm ebenfalls auf der Seite aushelfen. Das heißt, braucht man einen weiteren Spieler, weil Celebi scheint es ja nicht schlecht zu machen, auch in den Trainingseinheiten, der auf dieser Seite Platz wegnehmen würde, beziehungsweise der auf der Seite sich ja natürlich auch Einsatzchancen ausrechnen würde, wenn Derrick Köhn bleibt.
Und ich sage da ganz klar nein. Also ich würde Brooklyn Eze nur dann verpflichten, oder ich sehe auch da nur eine realistische Chance überhaupt, wenn Derek Köhn geht. Einerseits wegen der Ablösesumme, die man ja erstmal stemmen müsste. Das ist für Hannover 96 keine leichte Summe, auch im mittleren, für sechsstelligen Bereich, definitiv nicht. Und zweitens, wenn Derek Köhn geht, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber nur dann kann man ihm eben auch die Einsatzzeit bieten, die er ja in seiner Entwicklung auch braucht. Der wird, wenn er mit Wien Wiesbaden aufsteigt, zweite Liga spielen. Warum sollte er zu einem Zweitligisten, der jetzt nicht Top-Tier ist, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, warum sollte er da hinwechseln, wenn er da nicht gesetzt ist? Ja, also ich glaube, wir werden diesen Wechsel nur sehen, wenn sich jemand bereit erklärt, die hohe Ablöse für Derek Köhn zu bezahlen. Ob die dann wirklich in diesem hohen Bereich liegt, der jetzt veranschlagt wurde. Man hat ja zuletzt gehört, unter 10 Millionen wird das nichts. Das sei ja mal dahingestellt. Ich glaube, dass 96 bei 6, 7 Millionen auch durchaus gesprächsbereit wäre und dass der Preis nur maximal hoch angesetzt wird, um potenzielle Käufer abzuschrecken, beziehungsweise erstmal klarzumachen, das wird nicht einfach, ihn loszuwerden. Aber auch aufgrund der zumindest gerüchteten Ausstiegsklausel im kommenden Sommer wäre es aus 96-Perspektive blöd, nicht zumindest darüber nachzudenken, weil dieses Geld für einen Zweitligaspieler halt extrem hoch ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich gezahlt ist, ist in meinen Augen sehr gering, weil das ist immer noch ein Zweitligaspieler. Der höchste Marktwert in der zweiten Liga liegt aktuell bei 6,5 Millionen Euro und natürlich sind das geschätzte Marktwerte von transfermarkt.de, aber nichtsdestotrotz wäre das eine Ablöse, die über, also 7 Millionen, die über diesem höchsten Marktwert, und das ist Ludovit Reis, liegen würde. Und deswegen, ich bin da vorsichtig, andererseits natürlich ein gefragter Markt, weil so viele Linksverteidiger gibt es eben nicht, gerade mit den offensiven Qualitäten. Defensiv muss Köhn sicherlich noch an sich arbeiten, aber gerade in der Dreierkette ist das natürlich auch für Bundesligisten interessant. Zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, auch wenn die jetzt mit Ulrich und Netz zwei Spieler auf der Position haben, aber so ein Regal könnte ich mir da theoretisch eben schon vorstellen. Ob das wirklich passiert? We shall see, ob es dann Brooklyn Eze wird oder ob man dann vielleicht schon zu spät ist, weil die Entscheidung über Derek Köhn vielleicht auch erst später entschieden wird. We will see. Aber meine Tendenz ist, das wird nichts. Einerseits, weil ich nicht glaube, dass Derek Köhn so früh gehen wird, dass man ihn noch verpflichten kann, weil ich glaube, wenn Eze von Wiesbaden wegwechselt, dann relativ früh in diesem Transferfenster, spätestens nach seiner starken Relegation im Hinspiel, die er jetzt gezeigt hat. Und zweitens auch, weil ich einfach nicht glaube, dass man für einen Backup so eine Summe bezahlen würde. Und ja. So viel dazu. Ihr habt viel gefragt, dementsprechend wollte ich das Thema mal aufmachen. Auch zu Marius Wörth habt ihr viel gefragt, deswegen auch das Thema zumindest mal kurz aufgemacht. Schreibt mir eure Meinung zu den beiden gerne in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. In den nächsten Wochen gibt es immer wieder Videos, wenn irgendwelche Gerüchte aufkommen und so weiter und so fort. Ich versuche 2 bis 3 96 Talks die Woche zu machen, damit es euch nicht zu langweilig wird. Ich weiß, wir haben jetzt keinen Fußball mehr. Heute ist noch Pokalfinale, FA Cup Finale, ist noch Champions League Finale. Aber dann ist es mehr oder weniger auch schon vorbei. Aber dann geht ja auch die heiße Phase los mit Saisonvorbereitung und so weiter und so fort. Vlog sollen auch kommen. Jetzt gerade ist mein Leben nicht sonderlich spannend. Ich bin eben sehr stark erkältet und kann nichts machen. Aber es kommt ein Urlaubsvlog, es kommt noch ein Urlaubsvlog, es kommt eine Food Challenge auf jeden Fall. Ich will 10.000 Kalorien mal ausprobieren und sowas in der Richtung. Mir macht Vloggen ja sehr viel Spaß. Von daher, das wird auf jeden Fall passieren. Ihr kriegt auf dem Kanal viel Content. Das heißt, abonniert ihn, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video im Laufe der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Viel Spaß heute Abend beim Pokalfinale und ich bin raus. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und tschüss.